Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit. Sword Art Online, Ordinal Scale. Wie gerade schon gesagt, am Wochenende die große, große Europapremiere im Cinedome in Köln. Wir hatten Shingo Adachi, den Character Designer, da. Wir hatten Shinichiro Kashiwada, den Producer, da. Wir hatten Patrick Keller als Kirito, Christiane Werk als Yui, Jennifer Weiss als Xenon. Nein, doch nicht, doch kein Soundeffekt. Philipp explodiert gleich vor Lachen. Das ist dann eine hässliche Blutspritzer von der Seite. Es war ein super, super tolles Event. Wir haben auch schon ein Video gepostet, wie immer schön applaudiert wurde nach den Vorstellungen. Das war beim ersten Mal tatsächlich so richtig Gänsehaut bei all der Arbeit, die wir reingesteckt haben. Und viele, viele fragen ja immer wieder, wann kann ich denn den Film sehen? Ja, ich konnte nicht nach Köln kommen, weil ich wohne gerade in Echo One auf dem Südpol oder auf dem Mond. Keine Sorge, am 6.4. da kommt der Film in die Kinos. Ja, und zwar in Deutschland und Österreich in ganz viele Kinos. Wir sind mittlerweile bei über 100 Städten. Und die Liste, die findet ihr auf peppermint-anime.de. Da findet ihr die Uhrzeiten und die Städte und wo ihr Tickets herbekommt. Schlagt am besten schnell zu. Wir haben schon einige Sachen, die sind recht voll. Also Wien zum Beispiel am Sonntag, den 9.4., 17 Uhr, fast ausverkauft. München, Cinemax, Sonntag, 17 Uhr, auch fast ausverkauft. Und ich glaube, Hannover, Cinemax, 17 Uhr am Sonntag geht auch schon richtig gut ab. Schlagt also schnell zu, bevor die Karten alle weg sind. Falls ihr aber doch auch noch ein bisschen was Besonderes erleben wollt, dann weise ich euch kurz darauf hin, wir haben Fan-Events im April noch, die stattfinden. Das ist sozusagen die kleine Variante aus Köln, also sehr kleine Variante aus Köln. Wir kommen mit deutschen Synchronsprechern in vier Städte, und zwar nach München am 8.4. ins Gabriel Filmtheater, nach Wien ins UCI Millennium City am 9.4., nach Hamburg ins UCI Munzburg am 22.4. und nach Berlin ins CineStar Potsdamer Platz am 23.4. Im Gepäck haben wir Synchronsprecher aus dem Film und aus der Serie und sensationelles Merchandising. Oh Mann. Ja, Philipp ist wirklich kurz vor mir explodieren. Schaut vorbei, Karten sind im Vorverkauf, außer für München. In München fehlt mir leider noch der Saalplan, also das wird dann voraussichtlich erst Montag im Vorverkauf gehen. Aber für Wien und Berlin und Hamburg könnt ihr Karten schon erwerben, schlagt zu. Wird bestimmt eine super coole Sache. Und ich habe auch schon von vielen gehört, die ihn am Wochenende in Köln gesehen haben. Nochmal gucken wollen sie ihn auf jeden Fall, weil der einfach richtig, 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 richtig gut geworden ist. Ja, und für alle, die nicht wissen, was SAO ist, habe ich was vorbereitet. Ja, wir haben einen neuen Trailer, noch einen neuen Trailer, das ist jetzt schon der vierte Trailer. Und den würde ich euch jetzt einfach mal kurz zeigen, wenn ich mir das hier so zusammenklicke und hoffe, ich mache alles richtig. Trommelwirbel. Also die Fanfare am Ende finde ich ein bisschen abtörend. Können wir nicht einfach so einen Trommelwirbel mit so BAM machen? Kann er nicht. Na gut. Dann Trailer ab.2026年、ARが型をエアラブルデバイス、オーグマーが世界を席巻していた。お兄ちゃんももう少しこれ使うといいよ。しかし人々は、まだ気づいていなかった。どこも賢くもARか。ゲームが、ゲームでなくなる瞬間を。本当の力を教えてあげますよ。オーディナルスケール、起動! オーディナルスケールによって作られた現実を拡張するバトルフィールド。みんな準備はいい？今日の獲物はお前たちだ。まだ最後の仕事が残っているだろう。戦場で 可憐に舞う信じ代の歌姫と最新 AR ゲーム内に仕組まれた陰謀。オーグマーとは一体何なんだ。あともう少しであの約束を。 もしかしたら
全部夢かもしれないよ。そして今、一人の英雄が立ち上がる。信じて待っててくれ、アスナ。ソードアートオンライン、オーディナルスケール。Großes Kino, großes Kino. Vielen Dank an meine Assistenz. Das war der Sword Art Online Trailer Nummer 4. Ich glaube, es war dann auch der letzte. Aber ja, ganz, ganz tolles Teil. Und wir haben ja jetzt noch sechs Wochen, keine Ahnung. Demnächst irgendwann, 6.4. auf jeden Fall, kommt das gute Stück ins Kino. Und wir werden euch in den kommenden Wochen noch weitere Ausschnitte aus dem Film zeigen, euch noch ein bisschen heiß machen. Wir werden euch alle neuen Charaktere vorstellen. Und natürlich auch dann mit Infos versorgen rund um die Fan-Events, die wir im April noch machen werden. Alle Infos zum Film, wie gesagt, gibt's auf peppermint-anime.de. Und ja, ich glaube, das war dann auch genug SAO für heute. Der Film ist auf Platz 1 in den japanischen Charts eingestiegen. Überrascht jetzt niemanden wirklich. Sind eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass er Avatar noch nicht geschlagen hat. Aber nächste Woche, glaube ich. Nächste Woche haben wir Avatar in die Tasche gesteckt.